Danke, Josef. Yes. Wollt ihr die Tür vielleicht hinten dazu machen? Ja. Jetzt haben wir ganz vollzählig an. Ja. Alle kommen. Ja. Spricht schon für den Veranstalter. Genau, wenn der Dolly geht, ja. Na gut. Bei der Vorstellungsrunde war es für mich schon sehr eindrücklich, wie stark das Thema einerseits Familie da war, aber nicht nur idealisierend, sondern wie so die Realität ist, mit vielen Fragestellungen. Fragestellungen gesellschaftlich, wo entwickeln wir uns hin, aber vor allem Fragestellungen ganz konkret. Wie geht es mir mit Familie? Und der Josef hat vorher schon gesagt, da gibt es natürlich immer so ein Stück zwei Seelen in unserer Brust. Und zwar nicht nur generell im Leben, sondern ganz konkret mit Familie auch. Nämlich einerseits, und das haben wir in uns Menschen drinnen, das Bedürfnis nach, das hat auch schon angedeutet, nach Autonomie. Ja, das heißt, wie entfalte ich mich im Leben? Aber der andere Pol, das Bedürfnis nach Bildung. Und das sind wir auch Menschen. Wir sind nämlich nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wir sind sowohl einerseits in Richtung Selbstverwirklichung und andererseits in Gemeinschaft. Weil ohne Gemeinschaft wird es uns nicht gehen. Wenn ihre Eltern keine Gemeinschaft gebildet hätten, eine sehr intensive, gibt es sie nicht. Und so ist das Leben. Und wir kommen beim Leben sehr oft, und das ist heute schon ein paar Mal angedeutet worden, oder ganz konkret gesagt worden, sind wir unter Druck, wir sind unter Spannung. Und jetzt können wir uns überlegen, was bedeutet denn das eigentlich für uns? Wir haben schon so ein bisschen das Thema gehört, das ist eine Frage der Bewertung. Ist das jetzt ein Problem? Oder hat es vielleicht einen Sinn? Und das ist so der zentrale Inhalt von meinem Vortrag. Wo ich versucht habe, einerseits ein Stück das Thema Werte mit hereinzunehmen, aber diesmal ein bisschen anders. Also wir haben uns ja teilweise schon kennengelernt bei einem Vortrag, und dadurch kann ich das gleich erzählen, sondern Werte eher im Sinn Antwort auf Lebensfragen. Und ich habe versucht, 5 Werte herauszunehmen, um zu schauen, wie könnten uns die denn helfen in unserer Lebensentwicklung. Und die Ausgangslage ist sehr oft diejenige, dass ich irgendwas im Leben gerade nicht im Griff habe. Das heißt, ist es gerade bei der Arbeit, ist es gerade in der Familie, ist es gerade bei meiner eigenen Gesundheit, ist es bei meiner eigenen Frage nach dem Sinn im Leben, was auch immer. Wir haben schon gehört, haben wir gerade, denke ich gerade noch über Familie, wie könnte das sein bei den Jungen, bei den Älteren, Empty Nest, was ist jetzt wieder los? Das heißt, alles immer in Bewegung. Und in Summe aller Dinge haben wir gerade immer irgendwas gerade nicht im Griff. Ich kann mich erinnern, da war ich 27 Jahre, 18. Juni 1992, ganz genau gesagt. Da ist unser erstes Kind zur Welt gekommen. Von der Ausgangslage her, ich habe noch studiert, ich war gerade fertig mit dem Studieren, habe am 2. Juli zu arbeiten begonnen. Und vorher Wohnung, irgendwie Kinderzimmer haben wir keins gehabt, das war zu klein die Wohnung, also wir haben so gerade nur das Wohnzimmer und Schlafzimmer gehabt und eine Küche. Und dann, dieser 18. Juni, es war ungefähr so ein Wetter wie heute, warm, die ganze Geburt hat ewig gedauert, aus Männersicht, wenn ich meine Frau frage, war es ein bisschen anders.
Und mein zentrales Erlebnis dort war vordergründig einmal zuerst einmal Überforderung. Du kannst eigentlich in dem wichtigsten Moment einer Partnerschaft als Mann nichts tun. Außer da zu sein. Und das ist nur die Frage, was machst du, wenn du da bist? Das ist schon viel. Und das war so, schwer zu beschreiben, es war so ein extrem emotionales Erlebnis, wo dann diese ganzen Gedanken und Konstruktionen irgendwie in dem Moment weg waren. Die sind weggeschwemmt gewesen. Wie dann der Dani auf der Welt war, das war sowas, also ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt gehabt. Dann die ganzen Dinge, die du vorher gehabt hast, Ziele, Streben, alles so wichtig und plötzlich war das weg. Es war das, wo ich auch über viele Dinge dann vielleicht sogar den Zugang zu den Gefühlen ein bisschen verloren gehabt habe. Das war wie, das hat alles weggeschwemmt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das ist anders. Da ist irgendwas im Leben anders geworden. Das war nie so vorher. Ich habe es aber nicht in Worte beschreiben können. Und da war einerseits die Freude da und die war in dem Moment ganz stark da. Und im nächsten Moment, nämlich dann Tage später, wie wir dann nach Hause gekommen sind, kann man erinnern, mit dem Mexiko, wie passt ihr ins Auto rein? Und dann plötzlich sind andere Fragestellungen gekommen. Plötzlich haben sie Dinge verändert. Bedürfnisse haben sie verändert, was du vorher diskutiert hast mit dem Partner. Was macht man? Und irgendwie ist es so ein bisschen darum gegangen, okay, deine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse, was ist wichtig? Die sind plötzlich irgendwo hingewandert. Weil auf einmal war das Kind da. Und der war noch ein relativ munterer Kerl, was dann so weit geändert hat, dass in weiterer Folge, ich habe dann zu arbeiten begonnen, keinen Plan. Also ich habe da Wirtschaft studiert, bin dann, gerade da sind so das Qualitätsmanagement-Thema, ich bin da eingestiegen, das hat gerade gepumpt, ich bin da in die Beratung reingekommen von der Uni, völlig überfordert. Überfordert familiär, wo nichts mehr zusammengepasst hat, überfordert beruflich, was alles sau interessant, nur Überforderung. So. Und dann, wenn du heimgekommen bist, fertig. Die Frau. Du hast dir den ganzen Tag erholt. Okay. Und dann können wir erinnern, dann haben wir so. Und dann hat er so wenig geschlafen, gell? Der junge Mann. Und er ist aufgeblieben relativ lange. Das war so 10, 11. Gell? Und da war aber ich auch schon fertig vom Arbeiten und vor dem halt Kinder tragen. Und beim Einschlafen, er hat nicht so normal einschlafen wollen, sondern eigentlich wollte er über die Schulter und ein bisschen gehen. Ja? Meine Frau war mittlerweile auch schon ganz fertig, die hat geschlafen und ich bin dann in dem Wohnzimmer, in dem Schlafzimmer, es muss dunkel sein logischerweise, ich muss halt gar nicht über die Schulter so. Und ich habe genau gewusst, wie viele Schritte dass ich gehen muss, damit ich kann. Und das war dann so eine Mischung zwischen Singen und Schritte zählen. Und wenn es dann schon zu müde war, dann habe ich immer bei der Wand angestoßen. Also es war, und dann in der Früh, wenn ich nicht genau aufgepasst habe und das Kind halt gehabt habe und er hat ein bisschen gespeichert, dann bin ich einmal bei ihm und habe gesehen, dann es hemmt, oh, wird genau geschaut. Also es war eine Lebenslage, es war nichts wie früher. Und die Frage ist, aus dieser Situation heraus, was heißt denn das? Wir haben beim Eingang heute in der Früh ein bisschen diskutiert, was heißen eigentlich Probleme? Was heißen solche Überforderungen? Und der Manfred hat, finde ich, was total Gescheites gesagt. Der hat gesagt, ja, weiß nicht genau, wie es gesagt vom Wort, aber ja, also eigentlich, wenn man das durchlebt und überlebt, diese Phase, dann kommst du eigentlich auf ein neues Niveau. Dann kommst du eigentlich auf einen neuen Entwicklungsschritt. Und das ist meiner Meinung nach bei diesen gesamten Herausforderungen das Entscheidende. Und ich möchte Ihnen gern in den nächsten Minuten
einige Sachen zeigen. Also aus dieser vordergründigen Überforderung, was könnte für uns in der Entwicklung der Nutzen sein? Und jetzt, bevor ich Ihnen diese fünf Werte zeige, habe ich immer aus meinem ganzen Beratungskontext, wo ich mit Leuten arbeite, in Firmen arbeite, mit Psychotherapie arbeite, ein paar Sätze aufgeschrieben, die so ungefähr 1:1 Themen sind, die mir Menschen sagen. Ganz oft kommt, ich bin Sonderdruck, ich habe schon echte Schwierigkeiten im Leben. Links, rechts, Beruf, der Chef, die Kunden, die Familie, die Freunde, wie geht das alles? Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich tun soll oder wie es angeht. Und ich glaube, das Interessante daran ist jetzt zu schauen, wie können wir das alles, was auf uns einströmt, wie können wir das ein Stück sortieren? Was ist denn eigentlich das, was da alles kommt, was da teilweise schon so ein Kuddelhudel ist? Was könnte das für einen Sinn haben? Was könnte vielleicht für ein Ordnungssystem dahinter sein? Und das, was sehr spannend ist, was eigentlich viele Menschen nicht machen, und ich formuliere es jetzt positiv, was wäre der Ansatz? Streben Sie nach Weisheit. Was heißt Weisheit? Weisheit heißt, etwas zu erkennen über das Leben und vor allem etwas zu erkennen über uns selbst. Der Josef hat schon vorher gesagt, was sind denn eigentlich also ein Stück Grundgesetzmäßigkeiten im Leben? Wie könnte das gehen? Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Grundannahmen. Das ist aus meinem Hintergrund und aus meiner Praxis erlebt habe, wo ich sage, ich glaube, so könnte es gehen. Vielleicht noch kurz zu meinem Hintergrund. Also ich bin einerseits Betriebswirt, andererseits bin ich Psychotherapeut und habe auch das Thema Personal- und Organisationsentwicklung studiert. Das heißt, wie hängt denn eigentlich Mensch und Organisation zusammen? Und was mir besonders wichtig ist, ist das Thema Spiritualität. Wir werden dann auch noch einmal zeigen, warum ich glaube, dass das das entscheidende Element ist vorab, weil uns Weisheit ohne Spiritualität auch in die Irre führen kann. Ich zeige Ihnen jetzt einmal ein paar Grundannahmen. Auch hier ist Musik unabgestimmt, hat der Josef schon einige Dinge gesagt. Was wir machen, wir konstruieren uns einmal unsere Welt. Also wenn wir so einleitend zugehört haben, was Sie gesagt haben, ein Stück über sich, das kann man so erzählen, man kann es auch anders erzählen. Und da kann man jetzt nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Es ist nur so, wie Sie es erzählen. Es ist so, wie Sie Ihre Geschichte erzählen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar theoretische Hintergründe, wo das vielleicht ein bisschen besser verständlich ist. Warum so ist und was wir tun können. Wir haben da... Also was ich hier aufgezeichnet habe, das ist so symbolisch der Mensch. Und zwar von oben, das Gehirn. Quasi im Viertes. Grundriss? Nein, ja, Grundriss, oder? Grundriss, genau. Aufsicht. Aufsicht, okay. So. Also wir Menschen haben da einfach ganz viele Gehirnzellen in uns. Ja. Und jetzt ist die spannende Frage, wie ist denn das eigentlich? Wie reagieren wir als Mensch? Und ich sage jetzt rückbezüglich auf der Suche nach der Weisheit, ist ein Stück ein bisschen sich selbst besser zu verstehen. Weil wenn ich mich selber nicht verstehe, wie soll ich die anderen und wie soll ich die Welt verstehen? Dass das irgendwie zusammenhängen sollte, ist auch erlaubt. Okay, was passiert denn? Angenommen, es kommt jetzt ein Impuls herein. Ja? Ich habe schon gelernt, ich habe einen Stift mitnehmen.
Es kommt ein Impuls herein. Ist jetzt egal, was ist. Ja, das kann sein, Sie sitzen hier, es gibt da, ich kann mich erinnern, Sie haben sich vorgestellt und bing, da müssen schon Impulse kommen. Und die haben dann teilweise Sachen aufgeschrieben. Das heißt, das geht blitzschnell. Da kommt ein Impuls und schlussendlich kommt da hinten bei Ihnen in irgendeiner Form eine Reaktion oder ein Output. Egal wie man es nennt. Es geht was rein, kommt was raus. Und diese Reaktionen können sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, wenn ich mir was aufschreibe, kann sein irgendein ja, Gedanke. Es kann natürlich irgendwas sein, es sagt mir was und dann denkt man, sicher nicht. Oder wow, genau so wie es mir vorgestellt. Es können auch eine Reaktion kann auch ein Gefühl sein. Eine dritte Möglichkeit, die wir haben, ist ganz konkret, dass ich sage, gut, der sagt das jetzt, das probiere ich aus. Oder was der sagt, war jetzt beim Seminar dabei, der Vortrag hat irgendwas, neben mir habe ich schon gesehen, der fängt zum Brodeln an, steht auf, bumm, geht. Das kann auch ein Verhalten sein. Das heißt, wir kriegen irgendeinen Impuls, das kann sein eben ein Mensch, es kann sein, wir gehen durch die Gegend, schauen in die Luft, wir riechen was. Impuls kann irgendwas sein. Wir schauen auf einen Film an. Und jetzt ist die spannende Frage, was läuft da herinnen? Was läuft bei uns ab? Was jetzt einmal rein technisch abläuft, ist, dass sich gewisse Nerven verbinden, die schlussendlich zu dem Muster führen. Gewisse Zellen verbinden sie. Könnt ihr anders reagieren, nicht korrekterweise. Müsst ihr das nicht aufschreiben, was ich gesagt habe, ich habe es aufgeschrieben. Egal, also es wäre gut noch schlecht, der eine reagiert so, der andere so. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn da herinnen los? Wie weit kenne ich mich denn? Was würden Sie sagen, gefühlsmäßig? Wissen Sie, wie Sie reagieren? Bauchgefühl? Nein? Oder ja? Genau, bei manchen ja, bei manchen nein. Genau, bei gewissen Dingen können wir uns vielleicht auch einschätzen, bei gewissen Dingen wissen wir es vielleicht nicht so genau. Und das ist jetzt schon sehr spannend, das heißt, ganz genau kennen wir uns nicht. Und es gibt jetzt natürlich interessante Untersuchungen, wie viel machen wir denn bewusst und wie viel machen wir unterbewusst? Schätzung, wie viel machen wir bewusst in Prozent? 10%? 5? Genau, also so 5-10% ist so die Diskussion, macht man bewusst. Dementsprechend machen wir 90-95% unterbewusst. Damit wird es schon ganz spannend, nicht? Zum Thema, wie weit wir uns kennen. Weil unterbewusst heißt einfach, man hat schon viel Bewusstsein gehört, unter der Bewusstseinsschwelle. Auf Deutsch gesagt, das ist für uns wie unsichtbar. Wir können zwar Zugänge schaffen zum Unterbewusstsein, Gefühle, Träume etc. Aber jetzt auf Schnelle ist es so, wie wenn du sagst, da unterhalb ist irgendwas drinnen, das ich nicht sehe. Und solange ich nicht da unten reinschaue, ist es nicht verfügbar. Das heißt, wir haben viele Dinge einfach nicht verfügbar. Gut. Und jetzt ist es natürlich spannend, jetzt reden wir schon von uns selber, nicht? Jetzt reden wir nicht von Kommunikation mit anderen. Wie können denn wir uns selbst ein bisschen mehr auf die Schliche kommen? Wie können wir uns selber besser kennenlernen? Wenn ich das nicht ganz genau weiß, wie es ist, dann habe ich eigentlich ja nur eine Chance. Und zwar die Chance ist da herüben. Das ist auch okay, ich beobachte einmal, was ist denn da rausgekommen? Und schau dann in weiterer Folge im Sinne einer Selbstreflexion
Was passiert denn, wenn ich so ein Verhalten habe, aufgrund eines Impulses, und ich denke über das nach? War das jetzt gut, oder ist das ein Verhalten, wenn das für mich positiv oder negativ? Das heißt, über Selbstreflexion und Nachdenken habe ich die Möglichkeit, ein Stück zu ahnen, was da drinnen vor uns geht. Also jetzt ganz praktisch, praktisches Beispiel. Ich reflektiere am Ende des Tages, und das ist vielleicht gleich einmal ein Tipp für Sie, wenn Sie Interesse haben am Selbstkennenlernen. Sie können zum Beispiel sagen, ich reflektiere am Ende des Tages, was ist denn für mich positiv gelaufen, was ist denn für mich vielleicht auch nicht so gut gelaufen. Und indem ich quasi diese Reflexion mache, dann sage ich, aha, wie ist denn das abgelaufen da herüben? Dann kann ich nachdenken, gut, wie ist denn das vielleicht passiert? Was kann man vielleicht lernen? Und damit kann ich für mich eventuell einen neuen Impuls setzen, wo ich das gewünschte Verhalten vielleicht wieder verstärkt habe. Oder aus dem, was nicht gut gelaufen ist, sage, das könnte ich anders probieren. Und das nächste Mal, wenn ich sage, okay, das probiere ich anders, und das nächste Mal setze ich den Impuls vielleicht ein Stück anders. Das heißt, dass ich sage, es kommt da was herein, der gleiche Impuls, und dann sage ich, okay, ich habe gemerkt, wenn mir, nehmen wir ein konkretes Beispiel, wenn mich wer konkret anspricht mit einer negativen Aussage. Du sagst, ah, blöd gelaufen, ich weiß nicht, wie du tust, das geht gar nicht. Meine erste Reaktion ist, bum, 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 denke ich irgendwie. Und wenn ich mich aber dann einstelle darauf und sage, okay, es steht einmal dem anderen nicht zu, dass er mich verletzt. Und ich baue mir ein Stück Schutz auf. Und dann kann ich zum Beispiel, vielleicht schaffe ich es, wird mir nicht immer gelingen, ich sage, okay, das ist einmal seine Meinung, hat einmal von Haus aus mit mir nichts zu tun. Und dann kann es sein, über diese andere Aufnahme, dass was anders zum Laufen anfängt. Und dass ich eine, quasi eine neue Reaktion kreiere. Das ist jetzt für uns als Einzelmensch. Das heißt, wir können über Reflexion ändern. Wir können ändern, wie unsere Gedanken werden, wir können ändern, wie unsere Gefühle werden, und wir können unser Verhalten ändern. Dass das logischerweise nicht immer gleich funktioniert und dass es Übung braucht, ist eine zweite Geschichte. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was heißt das eigentlich jetzt in Beziehungen? Wenn wir von Beziehungen sprechen, sprechen wir von Paarbeziehungen, wir sprechen von Familiensystemen. Sie haben es ja gesagt, Sie haben bei der Arbeit gehört, Sie haben eine Baufirma, was sagen Sie, Menschenführung, das ist nicht nur einfach. Kluge Aussage. Von dem aus gesehen, kann es nie einfach sein. Die Frage ist, was machen wir jetzt, wenn wir andere Menschen noch dabei haben im System? Wie könnte das uns weiterhelfen? Und dort haben wir das Gleiche in Grün. Nämlich, wir geben einen Impuls, sagen wir es ist eine Führungskraft, geben dem, und jetzt wird es spannend, geben dem eine Anweisung. Ne? Das oder? Chef gibt mir Anweisungen, hilft dir nichts. Passt. Was passiert bei dem, bei der Mitarbeiterin oder beim Mitarbeiter? Wissen wir, was passiert da drinnen? Eigentlich nicht. Wenn wir es bei uns selber schon nicht richtig wissen, vom anderen, Entschuldigung, geht gar nicht. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Nämlich, und das nennt man im Fachjargon autopoetisch, dass Menschen immer selbst entscheiden, wie sie tun. Das heißt, ich gebe einen Impuls, abgesehen davon, dass er selber nicht ganz genau weiß, wie es abläuft, aber ob er den jetzt annimmt oder nicht, ist eine völlig andere Geschichte. Das wissen wir nicht. Das heißt, da kommt was raus, wo wir sagen, wir haben es ja klar gesagt, und dann denkst du, warum macht ihr das? Ich habe es ja klar gesagt. In Paarbeziehungen läuft das natürlich ganz anders. Gibt noch für die Arbeit.
Nein, gilt natürlich für alle Lebenssituationen. Das heißt, wir sagen etwas, denken von unserem Konstrukt. Jetzt schauen wir mal, wie kommt denn dieses Konstrukt zustande? Also, wie läuft denn das, warum agieren wir so? Was glauben Sie? Warum agieren wir so? Was sind da die Wurzeln? Erfahrung. Genau, Erfahrung ist einmal das eine. Weil gewisse Dinge im Leben haben sie bewährt, andere nicht. Das heißt, Mensch lernt das Erfahren. Was könnten noch Einflussfaktoren sein? Erziehung. Das ist von der Grundlage her der größte Einflussfaktor. Das heißt, so haben viele Menschen, die sagen, ja, hat meine Mutter schon gesagt, Vater schon gesagt, die Großmutter hat immer gesagt. Dann sagen, meine Großmutter hat gesagt, die ganze Welt steht still mit dem einen Wort, ich will. Hat sie mir ins Handbuch geschrieben. Unglaublich, oder? Dass das war's. Und das sind aber nur die bewussten Dinge. Und ganz viele unterbewusste Dinge laufen noch her mit. Also da läuft ganz viel. Also Erfahrung, Erziehung, was könnte noch mit reinspielen? Tradition. Tradition, genau. Das heißt, wir leben auch in einer Kultur. Jetzt haben wir schon gehört, Lilly ist aus Australien, andere Kultur. Ich war jetzt gerade bei einem Unternehmen, da sind gerade zwei Firmen verschmolzen. Kultur in Österreich, deutscher Eigentümer und neuer Eigentümer Japan. Spannend. Thema, zwei in gleichen Abteilung, die wissen gar nicht, worum es geht. Das hat einen ganz großen Einflussfaktor. Das heißt, man könnte sagen, hier haben wir quasi die große Kultur und hier haben wir quasi die kleine Kultur. Ja, die familiäre Kultur. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen erweitert, sagst du, natürlich sind Freunde ab einem gewissen Alter ganz ein wichtiger Einflussfaktor bis hin Erfahrung, bis hin natürlich auch so Beruf etc. Das heißt, all diese Dinge, die hier stehen, das drängt unser Das drängt unser Sein und leitet uns ein Stück in die Richtung, in Glaubenssätzen, wo man sagt, so ist es, oder so ist es echt wirklich, wie wir glauben, wie die Welt ist. Und das ist bei Ihnen so, das ist bei Ihrem Partner so und natürlich auch bei Mitarbeitern. Und jetzt schauen wir uns vielleicht das an, wie kann man einen Schritt weitermachen mit Partnern oder mit Arbeitskollegen, bleiben wir bei dem Arbeitsbeispiel vielleicht. Sie geben eine Anweisung und der Kollege, die Kollegin macht es nicht so, wie es ist. Okay. Welche Möglichkeit haben wir zu reagieren? Was sagt der Chef? Ja, genau, das ist ein ganzes. Wir haben es vor 30 Jahren gedreht, oder 20 Jahren oder früher. Na, was hat man gesagt mit der Schule, also ein Bauleiter, der nicht richtig schreiben kann, der ist kein Bauleiter. Genau. Das habe ich nicht gehabt. Also, ich habe das eigentlich nicht mehr gesehen. Na, schau her, aber das ist ja spannend, nicht? In der Kultur, das sind wir bei der Unternehmenskultur, wo man das halt so, nicht? Oder in der Branche, da sagt, Entschuldigung, wenn du nicht schreist, dann. Das dann nicht, oder? Ja. Das heißt, das ist eine mögliche Form. Was können wir tun? Jetzt ganz konkret. Wenn hier wir anweisen und wir lassen es laufen, nur von der Logik her, wir wissen nicht, was rauskommt. Wir können es vermuten, wir können hoffen, aber wir wissen es nicht. Wie wissen wir, was rauskommt? Was müssen wir tun? Genau. Schlicht und ergreifend. Rückfragen. Das heißt, was wir da als Selbstreflexion machen, machen wir in einem größeren Zyklus mit Rückfragen oder im Neudeutsch Feedback.
Das ist die echte Begründung für Feedback. Ja. Nämlich, das wird so flapsig teilweise formuliert, aber das hat einen richtigen Hintergrund. Feedback, dass du nämlich sagst, okay, ich frage nach, ich gebe einen Impuls, beobachte das Verhalten oder ich kann es unmittelbar, nachdem ich gefragt habe, was könnt ihr machen, ob es der richtig verstanden hat. Einfach fragen. Ich kann einfach fragen, was ist denn, wie hast du verstanden? Sag vielleicht nochmal, was hast du verstanden von dem, was ich da gesagt habe? Ganz simpel, schlussendlich. Und dann wird es oft sehr interessant. Und dann denkst du, ich sage, ich rede lieber ein bisschen über den Beruf, weil in Partnerschaft ist das Gleiche nur extremer. Extremer und viel emotionaler. Und da kann man auch so sagen wie, ich hab's dir schon tausendmal gesagt, du verstehst mich noch immer nicht, nach so vielen Jahren. Am besten ist das bei Geschenken. Ja, das Beste ist bei Geschenken. Ist keine Überraschung. Jetzt schenkst du mir sowas. Jetzt kennst du mich so lange. Und wie kannst du mir sowas schenken? Und da sind wir einfach in einem völligen Irrglauben drinnen. Wenn wir mehr Übereinstimmung der Bilder haben wollen, dann müssen wir fragen. Wir müssen in Kommunikation treten. Und jetzt kommen auch die Dinge, warum ist es sinnvoll zu kommunizieren? Nämlich zu. Ich sage schlicht und nicht, es geht nicht ums Thema. Das Thema ist egal. Es geht darum zu erkennen, wie könnten denn Denkweisen sein? Wie denkt der andere? Jetzt in einem ganz konkreten Beispiel. Und wenn ich natürlich mehr und mehr darüber spreche, dann werden wir mehr und mehr erkennen. Und dann kommen wir in das, dass wir sagen, ja, wir erhöhen Erfolgswahrscheinlichkeiten. Im Wissen, dass wir es nie wissen. Auch über uns. Das heißt, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt im Umgang, wie sind Menschen? Oder was haben wir für ein Menschenbild? Und hier ist das Menschenbild dahinter, um es jetzt ein bisschen auf eine theoretische Ebene zu holen, oder Metaebene. Also ich versuche bewusst bei der Praxis teilweise zu springen auf die Theorie, weil es oft hilfreich ist im Leben. Nicht? Dass man sagt, aha, die Theorie, die Praxis und schlussendlich ist die Theorie nur gültig, wenn sie der Praxis entspricht. So ist Wissenschaft definiert. Das heißt, wenn das nicht gilt, dann stimmt die Theorie nicht und nicht umgekehrt. Und da dürfen wir uns ins Boxhorn jagen lassen. Drum, sage ich mal, ist das ja jetzt korrekterweise auch nur ein Modell? Das ist das, was ich nach 25 Jahren intensiven Suchens und 3 Studien denke mir, das glaube ich, dass das stimmt. Es kann allerdings sein, dass ich nächstes Jahr drauf bin, das ist da anders. hat viel Hintergrund, das Ganze, aber auch hier das Gleiche, das kann für Sie jetzt aus der Perspektive heraus sehen. Das ist das Gleiche. Ist auch Bild, das für mich gilt. Ja? Jetzt kann ich sagen, okay, ich habe das probiert und da ist trotzdem mein Bild. Was kann ich jetzt für Sie machen, wenn ich sage, so ist es? Dann können Sie sagen, nein, weiß ich nicht. Aber was ich machen kann, und jetzt sind wir beim Verhalten, wie können wir es anwenden? Ich kann es Ihnen als Angebot dort da lassen. Das ist eine Chance, das ist meine Erfahrung. Sie sind selbstdenkend, selbststeuernd, Sie entscheiden für sich, ob das richtig oder falsch ist. Aber es ist ein zusätzliches Angebot. Und dann fangen Sie zum Prüfen an. Also wir sind quasi Forscher über uns selbst. Und sagen, okay, könnte ich mir vorstellen, mit meiner Erfahrung und mit dem, was ich erlebt habe, könnte es sein. Und dann kann ich es von mir aus ausprobieren. Und dann kann ich schauen, aha, funktioniert es? Dann werde ich es weiterverwenden. Oder es funktioniert nicht, dann werde ich es verwerfen. Und das ist das, wenn wir mit Menschen umgehen, wie sinnvoll es ist. Weil immer dann, wenn wir sagen, das ist so, entsteht beim anderen automatisch der Reflex. Schauen wir mal. Ich weiß nicht. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Aber das ist nur eine Form, wie es kommuniziert. Wenn Sie sagen zum anderen, aus meiner Sicht ist es so, wird schon ein bisschen beweglicher das Ganze, nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, zu sagen, bei all den Dingen, die wir auf der Welt glauben, was wichtig ist, zu erkennen, es ist für uns wichtig. Und korrekterweise ist meine Meinung.
mit all meinem besten Wissen und Gewissen, wo ich glaube, ich möchte Gutes tun für die Menschheit. Aber korrekterweise, ich kann es nur als Angebot bieten. Und der andere, aufgrund dieser Autopoese-Geschichte, entscheidet sowieso immer, was das ist, was er macht. Und wenn Sie am Song so ist das zum Tun, ist ja klar, im Job zum Beispiel gehört es teilweise zur Rolle dazu, nicht? Dass das genauso. Das ist eine andere Geschichte. Aber schlussendlich gilt es immer, auch wenn was unbedingt zu tun ist, darum, Menschen ein Stück dafür zu gewinnen. Und das ist das Schöne an unserer Entwicklung heute, das sind wir an der Sport, so wie Sie es damals schon gespielt haben. Dass das die einzige Geschichte ist, schreien, glaube ich nicht. Habe ich auch nie gemacht, interessanterweise, nicht? Obwohl alle anderen sagen, das ist so. Und das ist das Schöne an uns Menschen, dass wir diese Selbststeuerung haben. Und wir haben natürlich auf die andere Seite, was der Josef gesagt hat, natürlich liegen da drinnen auch ein Stück Gefahren, korrekterweise. Und ich möchte Ihnen jetzt da in Wirklichkeit zwei wesentliche Grafiken mitgeben oder zwei wesentliche Aussagen mitgeben und das dann mit diesen Werten verknüpfen. So, auf der Strebe nach Weisheit ist jetzt das eine, ein Stück zu verstehen, wie tick ich als Mensch. Und das zweite, wie kann ich denn eigentlich mein Leben steuern? Und da haben wir heute schon gehört, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, eigentlich wichtig ist es im Leben, eine Vision zu haben. Wichtig ist im Leben, eine Vision zu haben. Und ich zeige Ihnen, warum es wichtig ist, eine Vision zu haben und welche Bedeutung Werte in dem Konstrukt haben. So, da zeige ich uns als Menschen hin. Ja, Sie, mich, aber keinen Einzelmenschen. Und zwar, der hat sich, das haben wir vorher schon gesagt, aus der Vergangenheit hat es dort irgendwie eine Entwicklung gegeben, dass ich irgendwie da gelandet bin. Aus Erfahrungen, auch dadurch, dass ich älter wäre, brauche ich gar nichts tun dazu, ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, beruflich unterwegs bin, wie auch immer. Ich habe ein Niveau, vielleicht ist das schöner, wenn man sagt, eine gewisse Lebensreife erreicht. Und das ist jetzt das Interessante, dass Menschen das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln. So wie der Manfred gesagt hat, wenn ich da durch bin aus diesen schwierigen Situationen, dann habe ich einen neuen Schritt, ein neues Niveau erreicht. Das ist interessant. Eigentlich, wenn du mit Menschen redest, vor allem dann, wenn sie älter sind, ich habe jetzt mit meiner Mutter mal geredet, die ist 80, hat gerade mit 79, nachdem sie, glaube ich, weiß ich nicht, 40 Jahre alleine gelebt hat, einen Freund kennengelernt. Und die hat was ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, ja, weißt, früher, zum Thema Vision oder Ziele, ich habe eigentlich jetzt, ich sag, auch am Seniorenbund und so, also viel mit alten Leuten zusammen, gefällt ja, aber es wird, worüber wird geredet, am Seniorenbund? Krankheiten, Alterzeiten, und immer wieder sterben Menschen. Genau. Die hat gesagt, sie ist der Popfrau, sie hat gesagt, ja, heuer haben wir schon wieder 4 aufgenommen, aber es sind 5 gestorben. Also die sind mit Lebensrealität konfrontiert auf einer ganz anderen Art und Weise. Und das Interessante ist das, dass sie dann gesagt hat, ja, ich habe jetzt eigentlich auch immer mehr an Sterben gedacht. Aber seit ich den Karl kenne, denke ich über das immer noch. Wir schauen, wie wir eine schöne Zeit verbringen. Und das ist spannend. Das heißt, sie hat den Fokus verändert. Wo ich früher mit ihr, weiß ich nicht, 4-mal die Woche telefoniert habe, wo wir über viele Dinge gesprochen haben, heute ist das wurscht. Also ist schon nett, wenn ich anrufe, aber es ist auch nicht so wichtig. Das ist einfach Umfokussierung. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir entwickeln uns dorthin, wo wir uns hinfokussieren. Weil wenn ich natürlich sage, ich möchte heute da herkommen, auf einmal kommen Leute her von Wien, Munden, Burgenland, wo sie sagen,
kennt ganz was anderes ab im Leben, oder? Kärnten? Dort bin ich da. Das ist nur weil, und da sind wir ein bisschen, ich ziehe es ein bisschen näher her, das Zukunftsbild, das ist nämlich auch gefallen heute, das Thema Ziele. Das heißt, du weißt, irgendwas ist, was mir wichtig ist. Weil irgendwie sagst, ja, da gehe ich hin, weil, keine Ahnung warum. Aber da gibt es irgendeine Motivation, sonst würdest du heute nicht da sitzen. Und jetzt kann ich das noch weiter sagen, wenn ich sage, aha, aber warum genau dorthin? Ich könnte ja was anderes auch tun. Warum zum Thema Familie? Sie können sagen, puh, meine Familie ist jetzt aus dem Haus, was soll's? Muss ja gar nicht sein. Und das Spannende ist dann hier, jetzt frage ich unsere Frage, die Richtung, wo wir hingehen, die wird stark durch sogenannte Werte definiert. Also ich sage einmal, wenn Sie da haben, Familie als Wert, wenn Sie da haben das Thema Spiritualität als Wert, wenn Sie haben, warum sind Sie vielleicht noch da, was könnte der Wert noch sein, warum Sie halt da sind, warum sind Sie am Samstag da? Was ist Ihnen vielleicht wichtig im Leben? Beziehungen, Freundschaft. Genau, vielleicht Beziehungen. Genau, ich treffe wieder Leute, Freundschaft. Vielleicht ist Ihnen auch Entwicklung wichtig, Weiterentwicklung könnte sein. Gesellschaftliche Situation. Genau, das kann sein, dass es irgendwas mit... Wie haben Sie gesagt? Die gesellschaftliche Situation genau. Momentan, also genau, das Angriffe auf die Familie in dem Fall. Genau, es ist der Gesellschaft wichtig. Das heißt, dahinter liegt irgendwas, das ist gar nicht so vordergründig. Ich sage, ich gehe auf ein Seminar, nicht? Das ist das, was ich sage, das ist uns irgendwo im Bewusstsein. Die Dinge sind uns meistens nicht im Bewusstsein. Aber ich könnte ja auch auf einem völlig anderen Seminar sein, nicht? Ich könnte auch sagen, ich bin gerade auf einem Sensenkurs. Wäre möglich, liegt ein anderer Wert dahinter. Ist weder gut noch schlecht. Das heißt, was ist jetzt dasjenige, was uns hilft, unser Leben zu steuern? Und das ist vielleicht spannend. Das ist einerseits ein attraktives Bild in der Zukunft. Und zwar nicht irgendwas, ich kann irgendein Ziel hinschreiben. Es muss irgendwas sein, was ich sage, wow, das interessiert mich. Wie in dieser, was ich vorher angedeutet habe, in dieser Fusionsgeschichte zwischen dem österreichisch-deutschen Unternehmen und dem japanischen, da war dann in einer Abteilung so ein richtiger Konflikt. Und dann hat dieser Leiter gesagt, puh, schwierig, blablabla. Und da war die Frage, was ist denn sein Ziel eigentlich? Und dann hat er gesagt, boah, es war so viel zu tun, ich habe über das Ziel gar nicht richtig nachgedacht. Der hat nur gewusst, es ist zum Tun, Konzern und das und das und das und das. Und so geht es uns oft im Leben, nicht? Wir sind extrem getrieben von To-Dos. Und was wir vergessen, ist oft zu fragen, was ist denn eigentlich das Ziel? Und was ist denn der Sinn dahinter? Nämlich, will ich das wirklich? Und der hat dann was ganz was Interessantes gesagt. Der hat Folgendes gesagt. Eigentlich, wenn ich nachdenke, ich möchte gern, ich weiß genau, bei den ganzen Mergers da, die kloppen nie. Ja? Deutsch, Japan, das geht, 90% geht Bach ab. Und ich möchte gern in meiner Abteilung schauen, dass das funktioniert und wir möchten ein Gegenbeispiel haben. Auf der Welt, das sehen, es geht doch. Und wer das gesagt hat, war das da. Und, es war, und er war spürbar. Ich bin gegenüber gesessen, zuerst haben wir so geredet und auf einmal, ich habe gemerkt, wie mich so aufricht. Der hat mich voll erwischt mit seiner Emotion. Das heißt, Inhalt und Emotion, wenn es von innen kommt. Und dann beginnt was ganz was Interessantes, das was wir heute nämlich ja angesprochen haben, es gibt so eine Spannung. Ja? Du sagst, was machen wir auf damit? Spannung ist jetzt nicht nur negativ, ne? Weil ohne Spannung hätte man keinen Strom. Und was wir aufmachen, ist, indem wir das Ziel definieren, wir machen eine Spannung auf, das ist so wie ein Gummibandel. Ja, wenn ich das spanne, und dann zieht es mich automatisch dorthin. Genau,
Es entsteht Dynamik und Bewegung ist normal. Aber vor allem, es entsteht die Dynamik in die richtige Richtung. Weil das Problem ist, wenn wir es nicht haben, dann zerglauben wir. Ja, das heißt, es geht die Energie dorthin und wir haben das Gefühl, wir sind ganz leer. Oder wir haben das Gefühl, es spannt sich alles in uns, aber es spannt sich nicht in die richtige Richtung. Ich will zwar dorthin, aber es spannt sich irgendwo anders hin. Und darum ist es so wichtig, und hier mit dem Modell kann man Entwicklung steuern, weil dann passiert nämlich Folgendes, jetzt zeichne ich da einfach drüber, dann passiert das. Das heißt, es passiert, Sie haben gesagt, Bewegung, ja? Und zwar Bewegung in die gewünschte Richtung. Ja, das ist bewegen. Drin. Das kommt gegenüber. Gegenüber. Wir bewegen uns schon. Aber wir sprechen nicht sinnvoll. Wir sagen jetzt sagen ja. Na, abschließend. Was dann ganz spannend ist, jetzt was sind unsere vordergründigen Niederlagen oder Krisen? Wir haben immer Entwicklungszyklen. Das heißt, wir haben ein Auf und ein Ab. Wenn wir es jetzt steuern in eine Richtung, dann passiert Folgendes. Es geht nie so, dass alles super ist. Weil das Leben nicht so ist. Wenn du schaust, wir brauchen es noch von den Jahreszeiten anschauen, von den Zyklen, von den Rhythmen. Wenn du im Winter sagst, boah, jetzt gehen blühende Blumen, dann ist schon okay, aber falsche Jahreszeit. Das ist einfach so im Leben. Es gibt Zyklen, die sind Wachstum und es gibt auch Zyklen, die vordergründiges Innehalten bis hin zu Zerstörung sein können, damit was Neues wächst. Das heißt, wenn wir da herum sind, und das bezeichnen wir oft als Krise oder als Problem, und jetzt ist die Frage, wie ich sehe. Und jetzt sind wir genau bei dem, was der Josef gesagt hat, bei der Bewertung. Wenn ich das Modell im Blick habe, dann sehe ich, dass eigentlich das Negative nur vordergründig negativ ist. Eigentlich ist es nur ein Entwicklungsimpuls, um darüber nachzudenken, zu schauen, wohin geht denn die Reise? Wie bin ich dort rausgekommen? Was ist mein Ziel? Ist das noch das richtige Ziel? Vielleicht ändert sich das Ganze auch. Das ist ja nicht starr. Und dann sehen wir, dass man eigentlich sowohl die positiven Dinge als auch die negativen Dinge brauchen. Weil das ist wie mit der Spannung. Ohne dem geht es gar nicht. Das heißt, wenn Leute sagen, ja, Beziehungen, es ist nicht mehr so, wie es früher war, dann denke ich mir, oh, welches Kompliment. Weil das wäre ein Problem, ja. Nicht so wäre wie früher. Ja. Weil das Leben nicht so ist. Das Leben geht immer weiter. Das heißt, Bewegung und Veränderung ist normal. Und interessanterweise, gerade bei Krisen ist es besonders spannend, da gibt es Studien darüber, dass, ich glaube, 95% der Menschen sagen, nachdem sie die Krise durchlebt haben, und das ist jetzt der Punkt, da ist was extrem Wichtiges in meinem Leben passiert. Wenn ich zu dem Zeitpunkt innerhalb der Krise dann sage, ja, da passiert etwas extrem Wichtiges im Leben, ist nicht so ganz anschlussfähig meistens, aber wichtig ist es für uns selbst, das im Denkkonzept zu haben. Weil wenn ich Krise nur immer als Gefahr sehe, das ist die eine Seite, aber es ist die Chance, die andere Seite. Und wenn ich einfach sage, es ist ein normaler Teil vom Leben, wird es ja noch einfacher. Okay, jetzt fassen wir ein bisschen zusammen. Ich zeige Ihnen noch ein paar Folien, die einfach diese Bilder abdrunken. Ich mache jetzt einen schnellen Durchlauf für Sie. Also das eine, Menschen konstruieren sich ihre Welt. Ja? Menschen sind autopoetisch. Menschen entscheiden für sich, was tun. Menschen streben nach Sinn und Entwicklung. Sie machen nicht irgendein Ziel, sie machen etwas, was für sie sinnvoll ist. Sonst interessiert sie es nicht. Gescheiterweise. Menschen handeln durch Werte. Das heißt, wir handeln nicht primär durch Ziele, wir handeln nach dem, was uns wichtig ist im Leben.
dass vor jeder Entscheidung steht ein Wert. Und das ist interessant, Sie können sich vielleicht Ihre Entscheidungen anschauen, wie kommen Sie auf Ihre Werte drauf? Sie können auf Ihre Entscheidungen drauf schauen und dann überlegen, oder Ihre Verhalten, wo steckt denn für Wert dahinter? Das ist nämlich interessant. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, haben Sie für mich noch, schaffen wir noch 5 bis 10 Minuten oder sind schon ganz, ja, ist okay? Okay. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ja, da gibt es eine Studie, das ist recht aktuell, 2014, und zwar ist es eine Kinderwertemonitor. Da sind 1000 Kinder, Frauen, also Kinder, Mütter und Väter befragt worden, und zwar extra. Die Kinder sind im direkten Gespräch befragt worden, die waren, glaube ich, zwischen, ich weiß nicht, bis 14 oder so, 7 bis 14. Und die Eltern sind extra befragt worden. Und wenn wir jetzt einmal, schauen wir uns die Extrempole an. Was ist wichtig zum Thema, warum Sie quasi innerlich aufschreien zum Thema Familie? Zu Recht. Weil eigentlich ist es den meisten, da sehen wir so, das ist die Linie von den Kindern, das ist die Linie von den Müttern und das ist die Linie von den Vätern. Jetzt sage ich, wir können nur Trends herauslesen, ich würde jetzt nicht alles ganz auf die Waagschale legen. Aber es ist ganz klar, Familie, Freundschaft, Geborgenheit sind die zentralen Werte und das sind schon immer gleich. Da ändert sich nichts. Da ändert sich nichts. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Extrempol. Was ist denn eigentlich nicht wichtig? Ja? Und da kommt man einerseits zum Thema Geld, Besitz und andererseits zum Thema Glaube. Und jetzt wird spannend. Erstens einmal, sagen wir, Geldbesitz, lassen wir mal das Thema außen vor. Aber schauen wir uns das Thema Glaube an. Das Ganze, was wir hier sehen, ohne Glaube, das funktioniert nicht. Ja, und das ist jetzt einfach einmal, so bin ich da einfach meine persönliche Meinung, meine Erfahrungen, da bin ich bei Ihnen wahrscheinlich gut aufgehoben in der Runde, das ist in nicht so spirituellen Gruppen anders. Und ich sage es trotzdem. Alles, was hier passiert, das, was uns wirklich durchdringt, ist ja eigentlich, dass wir ein Ausdruck sind von einer höheren Kraft. Ja, wir sind ja nur in der Form gegossen. Jetzt, wie immer ich das Bild habe, nenne es einmal als vom Gottesbild her, da gibt es ja ganz viele verschiedene Zugänge, aber ich sage einmal, als eine Energie, die sich in Formen gießt, ja, in irgendeiner Form entstehen wir. Das heißt, diese dahinterliegende Kraft, ob ich es als Gott bezeichne, also ob ich es die höhere Energie bezeichne, die sich immer weiter ausdehnt, wie auch immer, schlussendlich ist es so. Und wenn ich das verneine, dann komme ich nicht auf gleich. Das geht sich nicht aus. Weil irgendwann die Frage da ist, woher komme ich und wohin gehe ich? Und wenn ich nicht einen spirituellen Zugang bekomme für mich, und das sage ich jetzt bewusst, egal welcher, insofern egal, natürlich ist es nicht egal, aber ich sage, da wir ja Menschen sind, die unseren eigenen Weg finden müssen, ist es wichtig, den eigenen Zugang zu finden. Wenn es in Ihrer Gemeinschaft ist, dann das der Weg. Wenn es in einem östlichen Weg ist, ist es ein östlicher Weg, was auch immer. Also meine Botschaft an der Stelle ist, finden Sie einen Zugang. Ohne Zugang wird es schwierig und wenn wir den Ist-Zustand anschauen, dann sehen wir das Problem. Weil das ist der Engpass. Das ist wie wenn ich sage, aber jetzt haben wir nur auf Werteebene, da reden wir noch nicht vom Verhalten. Gell? Weil Familie, sagen wir, ist ein hoher Wert, erleben wir, dass im Verhalten auch nicht mehr so gelebt wird. Und beim Glauben sind wir noch eine Stufe weiter weg, denn erleben wir nicht einmal als Wert so wichtig, geschweige denn vom Verhalten. Das heißt, da haben wir eine richtige Baustelle. Einerseits, andererseits eine enorme Entwicklungsmöglichkeit. Das ist so wie mit einer Pflanze. Wenn du sagst, so eine Pflanze, da drüben wächst eins. Ah ja, schönes Beispiel. Da braune Blätter, ne? Jetzt ist die Frage, was fehlt denn dem Pflanze? Licht, genau. Angenommen, es wäre jetzt Licht, genau. So, und jetzt sage ich, das ist der Engpass von der Pflanze.
Und jetzt gebe ich der Pflanze nicht Licht, sondern dann kommt aus der Pflanze Wasser. Was wird passieren, wenn sie Licht braucht? Genau, das bringt sie nicht weiter. Vielleicht ist sogar das Gegenteil. Das, wir müssen dort, wenn ich der jetzt der Stiegel ins Licht hoch, und das ist das, was ihr fehlt, dann wird es ja gut tun. Und das ist bei unseren Entwicklungen auch spannend, bei den eigenen. Quasi, was ist denn gerade mein Endboss? Und gesellschaftlich alles Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt mit Ihrer Organisation, ne, wenn ich sage, das ist gesellschaftlicher Engpass und ich kann das ein Stückchen vermitteln, was immer das sein möge, dann hat das auf die Gesamtgesellschaft ganz, ganz klar einen positiven Nutzen. So, ich zeige Ihnen jetzt da nur die Folien noch durch. Wir haben, glaube ich, die Großteil der Fragen beantwortet. Das sind also so Aussagen, die ganz konkret sind. So Sinnlosigkeit. Das ist jetzt genau die Botschaft, die ich jetzt da gesagt habe. Weil schlussendlich gibt es ja eine Ordnung. Ne? Das ist ja eine Ordnung. Schaust, das ist ja alles in Ordnung. War schon immer so. Jetzt kann man sagen, da gibt es ein hermetisches Prinzip, dass alles ist Geist, dass alles geistig. Da könnt ihr wahrscheinlich noch ein bis zwei Tage drüber reden, über den Satz. Ich würde sagen, den machen wir jetzt vom Mittagessen nicht mehr. Und was auch sehr spannend ist, das Universum dehnt sich immer weiter aus. Hubble-Theorie damals, mittlerweile von CERN-Forschern mit Nobelpreis ausgezeichnet, nachgewiesen, Gottesteilchen gefunden. Und das ist ja jetzt spannend. Und wenn wir ein Teil vom Universum sind, dann ist das natürlich, jetzt wissen wir ja auch, warum wir uns immer weiterentwickeln. Weil es ja normal ist, alles dehnt sich immer weiter aus. Und wir entwickeln eben unser Bewusstsein weiter. Ganz logisch. In der gleichen Ordnung. Wortwörtlicher Satz, glaube ich, an jeden von mir. Jetzt sind wir in Richtung Familie unterwegs. Antwort auf Werteebene. Versöhnen Sie sich mit sich und Ihrer Familie. Und jetzt, da sind jetzt ein paar Dinge drinnen. Das ist einerseits der Wert Versöhnung drinnen, was meiner Meinung nach wahrscheinlich einer der zentralsten Werte überhaupt ist. Und ich sage immer, bevor ich mich mit dem anderen versöhnen kann, ist es wichtig, dass ich mir selbst auch ein Stück vergebe für das, was ich nicht richtig gemacht habe im Leben, was ich vielleicht nicht verletzt habe. Das heißt, schlussendlich auch mich so annehme, wie ich bin, im Wissen, plus minus, dass es normal ist. Wir geißeln uns nur meistens in dieser Ecke herinnen, dass wir das nicht können, das nicht können, das nicht können. Aber wir brauchen es, sie haben natürlich die positiven Eigenschaften und die zwei Sachen sind einfach Teil des Lebens. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Das heißt, ich lebe immer in verschiedenen Systemen. Das heißt, ich mit meiner Kernfamilie, wo ich hergekommen bin, vielleicht habe ich jetzt Partnerschaft, vielleicht habe ich Kinder, vielleicht habe ich Enkelkinder, vielleicht lebe ich alleine, wie auch immer. Was ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, damit wir all das erreichen können, der Engpass ist das eine, den wir anschauen müssen. Also, da sind wir da quasi im Minus. Und das mindestens gleich Wichtige ist, dass wir unsere Stärken anschauen. Das ist das, was wir gut machen. Und das würde ich Ihnen sehr ans Herz legen. Wenn Sie sagen, was können Sie jetzt, was hilft jetzt der ganze Vortrag, was kann ich heute auf Nacht machen, dann würde ich Ihnen vorschlagen, heute am Abend machen Sie sich Gedanken, was waren 10 Dinge, die Ihnen heute gut gelungen sind. Und zwar nicht die riesigen Dinge, weil die passieren. Aber die sind nicht das Leben. Die Normalität ist andere. Das kann sein, dass ich von mir aus heute da pünktlich beim Vortrag war. Das kann sein, dass ich wenn freundlich gegrüßt habe. Das sind die vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten. Und die sind unterbewusst. Und da haben wir in unserem westlichen Bereich einen Engpass, gerade im deutschsprachigen, die Deutschen sind neuer,
wir sind sehr defizitorientiert. Wir sind sehr problemorientiert. Und was wir brauchen, ist einfach Bewusstsein unserer Stärken. Und wenn sie nicht 25 Stärken hätten, wären sie grenzdebil. Sie haben viel mehr. Nur unterbewusst. Und wenn sie es ein bisschen raufkriegen, und jetzt haben wir wieder, was heißt auf Nacht nachdenken? Reflexion. Reflexion heißt, ups, aus dem Unterbewusstsein herausholen und dann habe ich es da und damit kann ich es hernehmen. Und damit kann ich steuern. So, noch kurzer Step zum Beruf. Auch oft gehört. Sind auch die Situationen, die nicht so ganz einfach sind. Ja, wir müssen Geld verdienen. Und aber schlussendlich haben sie alle gewisse Fähigkeiten bekommen. Und jetzt biblisch gesagt, mit den Talenten ist es eigentlich unsere Aufgabe zu schauen, wie können wir unsere Fähigkeiten gut umsetzen. Und wenn diese Fähigkeiten im Beruf ein Stück hineinpassen, das kann sich ja ändern, logischerweise. Nicht? Das fangen wir mal an, dann geht es weiter. Dann kann das sein, dass es so ein Stück Berufung ist im Leben. Und dann sind wir ganz nah bei einem anderen Thema, wo ich sage, nämlich bei einem zweiten System, wo ich sage, wie kann mein Leben gut gelingen? Ich sage es jetzt mit einem anderen Satz, jeder der Aufgabe da drinnen. Und schlussendlich stellt sich natürlich die Fragestellung, was trug ihn bei zur Menschheit? Oder was ist mein Auftrag? Und das sind nicht nur die großen, weiß ich nicht, das SOS-Kinderdorf gegründet und der Hermann Gmeiner, oder das sind nicht die Zampanos. Kann auch sein, muss nicht sein. Das kann sein, dass ich eine Familie großzogen habe. Riesenstory. Hat, kann mich erinnern, ich war mal in Australien und dort war gerade, glaube ich, Präsidentschaftswahl. Und dann Prime Minister. Bitte? Prime Minister. Und dort haben sie ihn interviewt. Und der hat bei einer Wahlveranstaltung gesagt, der hat gesagt, ja, nein, und der hat dann verloren und dann ist er zurückgetreten. Und der hat irgendwie so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, ich habe so viele Jahre in die Politik investiert und geschaut, Menschen was Gutes zu tun, aber meine Frau hat unsere drei Kinder großgezogen. Und ich bin mir nicht sicher, wer das größere Werk vollbracht hat. Dann hat er gesagt, eigentlich weiß ich schon, meine Frau. Und das war was sehr Berührendes, habe ich gefunden, was das schön relativiert hat. Dann so das letzte Thema. Unsere Ich-Zentriertheit. Das ist einerseits gut, ja, das heißt, wir brauchen das. Aber da man nur die eine Ebene anschaut, wie gehe ich? Aber die Frage ist diejenige, was wir hier machen an Entwicklung, machen wir nur deswegen, damit wir was weitergeben. Sonst funktioniert die nicht bereits. Wenn jeder nur ich sagen würde, gäbe es keine Schulen, gäbe es keine Vereinigungen, wie sie, nichts gar was. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Das ist das, wo wir uns wohlfühlen. Weil wir aus Beziehungen entstanden sind. Das heißt, wenn wir uns jetzt unsere Gesamtsysteme anschauen, und ich habe es jetzt bewusst wieder auf eine Meta-Ebene gehoben, dann ist es so, dass wir in verschiedenen Teilsystemen unterwegs sind. Und wenn wir jetzt sagen, wie könnten das für unser Leben hilfreich sein, dann kannst du genau schauen, dass du diese Teilsysteme in eine Balance bringst. Und die werden nicht immer gleich sein. Wenn ich die Geschichte erzählt habe von meinem Sohn damals, da hat plötzlich Familie so eine Kraft bekommen, nicht? Von der Zeit her. Da waren über Jahre, Sie wissen selber, sind andere Dinge nicht möglich. Das heißt, ich bediene andere Dinge weniger. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, es kommt immer auf die Lebenssituation drauf an. Es ist nur das wichtig, jetzt für uns als Menschen, die drei im Blick zu haben.
und ich kann ganz wenig Zeit verbringen, von mir aus mit Freunden, aber das kommt auf die Qualität drauf an. Die wenige Zeit, die es verbringen, da ist es dann ein Qualitätsthema. Und wenn es ein Telefonat ist, ist oft nicht mehr. So, schlussendlich geht es immer darum, diese Polaritäten ein Stück zu integrieren. Ich habe da ein paar Dinge aufgeschrieben. Ja, die sind jetzt im Detail zu Möglichkeiten, wie sie selbst ein bisschen Kraft bekommen. Und es geht eben nicht darum, dass ich nur in der Stille bin, sondern es geht darum, im richtigen Moment das Richtige zu machen. Und dieses Thema, die Mitte finden, das ist aus Grundaussage schon okay, aber auf die jeweilige Situation bezogen. Wenn ich jetzt ein Sportler bin und ich sage, puh, ich bin total in meiner Mitte und bin heute am Abend im, was ist das, Pokalfinale in Deutschland und sage, puh, ich bin völlig entspannt und gehe da rein, dann ist das in dem Kontext einfach nicht die richtige Mitte. In dem Kontext ist Anspannung gefragt, Aktivität. Wenn ich dann noch mit meiner Freundin oder Frau zu Hause bin, ist die Frage, was dann gefordert ist. Das heißt, je nach Kontext das Richtige finden. Das ist in der Diskussion oft total unterschätzt. Und die spannende Frage, was ist Ihr Engpass? Da ist Ihr großes Entwicklungspotenzial drinnen. Und zwar augenblicklich jetzt. Und wenn Sie das anschauen, mit Ihren Stärken, dann steht den nächsten Entwicklungsschritten nicht nur nichts im Wege, sondern die gehen ein Stück freudvoll im Regelfall. Zu guter Letzt so ein paar Impulse. Bleiben Sie offen, seien Sie neugierig, reflektieren Sie. Ganz wichtig, spüren Sie, was Ihnen gut tut. Das Leben spürt Sie nicht da ab. Auch, aber ich spüre sie hier ab. Hier können Sie steuern. Sie können übrigens die Präsentation haben, da müssen Sie das mitschreiben. Wenn du glaubst, können Sie es aussehen. Ja, sehr gerne. Ganz was Wichtiges bei all den Geschichten, die wir haben, 100 Zeitungen, Informationen, die ewigen Wahrheiten stehen woanders drin. Und das ist das, was uns erdet, was uns Orientierung gibt. Sei es die Bibel, sei es andere Weisheitsschriften. Da sind ewige Wahrheiten, wo sie die ihrem Unterbewusstsein eine Richtung geben, wo sie schlussendlich richtig ausgerichtet sind. Holen Sie sich Unterstützung. Sie müssen nicht alles alleine schaffen auf der Welt. Holen Sie sich andere Meinungen ein, andere Ideen. Und diese Balance. Auch zu schauen, wie stehen gerade, wo braucht es gerade mehr, wo braucht es ein bisschen weniger. Denn Sie sind der Experte oder die Expertin für Ihr Leben. Alles andere, was Ihnen andere sagen, ist okay, aber sind nur Angebote. Sie wissen es, Sie spüren es in sich, wenn Sie genau hinhören. Denn Entwicklung macht der Seele Freude. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke für die Rede. Ich würde zu essen gehen, gleich gegenüber. Ich würde schon hoffen, dass das.